Servus Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine lieben Freunde, heute starten wir eine neue Karriere im FIFA 19 und zwar mit Borussia Dortmund. In dieser Karriere werden wir die kompletten Transfers von Dortmund nachholen oder nachspielen, keine Ahnung. Zum Beispiel haben die ja jetzt den Julian Brandt in der Transferphase geholt bisher. Das werden wir alles in dieser Karriere nachspielen. Wir werden einmal einen Thorgan Hazard holen, einen Julian Brandt, einen Nico Schulz und vielleicht auch noch viele mehr. Wir werden auch die Spieler holen zu 100%, die Borussia Dortmund auch in Real geholt hat. Und dann werden wir vielleicht, wenn wir wirklich alle erledigt haben, irgendwie noch selbst ein paar raussuchen. Und jetzt kommen wir zur aktuellen Mannschaft. Ich habe jetzt hier schon mal ein knappes Jahr nach vorne simuliert. Heute haben wir den 28. Juni und das heißt, dieses Video ist vorproduziert und zwar die nächsten 4 Videos auch. Es werden alles Borussia Dortmund Karriere-Videos sein. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ja, zeigt mir mit einem Daumen nach oben und mit einem Abo, um nichts mehr zu verpassen. Was ich noch erwähnen will, wir werden das auf jeden Fall realistisch halten, diese Karriere. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein hier ins Team und da sehen wir direkt mal, wir haben hier ein Verletzungsproblem, und zwar mit Rafael Guerreiro. Und was uns direkt ins Auge fällt, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Spieler anstelle von Toprak und auf jeden Fall werben wir wahrscheinlich Marco Reus in dieser Transferphase ab. Bei Mario Götze bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir den schon abgeben oder nicht. Deswegen kommt hier erstmal noch ein Paco Alcacer rein. Der ist zwar auch schon 25. Also wir werden den Kader sehr jung halten. Alte Spieler werden direkt auf die Transferliste gesetzt. Und ganz junge Spieler, so 17 Jahre alt, werden auf jeden Fall auf die Leihliste gesetzt. So, ich habe jetzt hier schon mal 4 Spieler auf die Transferwunschliste gesetzt. Einmal hier einen Thorgan Hazard, einen Julian Brandt, einen Nico Schulz und dann noch einen Jan Fiete. Jan Fiete ist ja in Real schon zu Bayern gewechselt, aber hier in der Karriere eben noch nicht. Deswegen würde ich sagen, könnten wir den wirklich in dieser Folge auch schon verpflichten, genauso wie Nico Schulz, Julian Brandt und auch Thorgan Hazard. Dann hätten wir schon mal die echten Transfers nachgemacht. Mir fällt jetzt hier keiner mehr ein. Ich kann ja danach nochmal auf Transfermarkt schauen, ob da noch irgendwas ist, was Dortmund so in echt gekauft hat. Das werde ich auf jeden Fall noch nachholen, falls ich hier irgendwen vergessen werde. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein in die Teamzentrale. Nein, nicht in die Transfers, in die Teamzentrale. Wir setzen jetzt erstmal hier ein paar Spieler auf die Leihliste bzw. Transferliste. Und zwar habe ich jetzt hier erstmal alle Spieler auf die Transferliste bzw. Leihliste gesetzt. Darunter ein Marco Reus, Ömer Toprak, Lukas Piszczek, Marcel Schmelzer und Maximilian Philipp. Sergio Gomez habe ich auf die Leihliste gesetzt, weil er ein großes Potenzial zeigt und das heißt, glaube ich, er hat ein Potenzial zwischen 87 und 90, wenn ich mich nicht täusche. Also auf jeden Fall wird der ein Spieler sein, der auf jeden Fall in Zukunft bei uns in die Top 11 gehört. Hat jetzt schon 71er Rating, aber wenn wir den ausleihen, wird er sich auf jeden Fall dort verbessern. Und sonst sind diese Spieler hier eher solche Spieler, die du entweder nicht brauchst, wie zum Beispiel hier ein Maximilian Philipp oder auch, ja, und ein Piszczek, Reus und Schmelzer. Sie sind einfach schon sehr alt, alle über 30. Bei Marco Reus bin ich mir noch nicht sicher, ob wir wirklich den diese Saison schon verkaufen. Es kann sein, dass wir ihn erst nächste Saison oder in der Wintertransferphase verkaufen, aber der wird auf jeden Fall nicht mehr so lange bei uns bleiben. Bei Maximilian Philipp bin ich mir aber nicht sicher, ob ich den wirklich verkaufe. Vielleicht wird er auch nur verliehen. Er hat schon 3 Leihangebote reinbekommen, aber da war ich leider in der Simulation, beziehungsweise habe ich halt vorsimuliert im Kalender. Und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt schon mal in die ersten paar Transferverhandlungen rein und dann schauen wir einfach mal, was so rumkommt. Die ersten beiden Transfers sind schon im Sack. Thorgan Hazard wechselt für 30 Millionen zum BVB und Nico Schulz auch für 27 Millionen zum BVB. Damit sind wir in der Offensive wieder besser aufgestellt und auch in der Defensive auf der Linksverteidigerposition. Aber so viel ich weiß, kann auch Nico Schulz irgendwie in ZM oder so spielen. Die Spieler kommen aber erst nächsten Monat zu uns, weil zurzeit keine Transferphase ist. Nächster Transfer, Julian Brandt wechselt für 65 Millionen zum BVB und verlässt damit auch unsere Liga-Konkurrenten Bayer 04 Leverkusen. Und was mir gerade nicht aufgefallen ist, wir haben auch irgendwie
wie in der Saison irgendwie Sancho an Barcelona verkauft. Ist auf jeden Fall ein richtig doofer Deal, weil der hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial und der wäre auf jeden Fall Stammspieler bei uns. Ich kümmere mich jetzt hier erstmal um die Verträge, die derzeit auslaufen. Pulisic ist aber derzeit nur verliehen an uns, aber ich denke mal, der wird von seinem vorherigen Verein direkt verkauft geworden sein, genau. So, dann haben wir auch direkt mal die Verträge verlängert. Von der Bundesliga bekommen wir 92 Millionen als Turnierpreisgeld. Und dann kommt auch schon ein Leihangebot für Maximilian Philipp rein. Ich habe ja davor gesagt, also mir ist es egal, ob wir den verkaufen oder verleihen. Und ich würde sagen, ich denke, der wird auf jeden Fall auch zu Chelsea wollen. Deswegen nehmen wir die Leihe auch an. Wir schwächen Leverkusen schon wieder mit Jonathan Tah. Kommt ein robuster Innenverteidiger zum BVB hinzu. Wird auf jeden Fall die Position von Ömer Toprak übernehmen. Jetzt wird's interessant. Wir bekommen ein Transferangebot für Marco Reus von Manchester City. Und hier wird angezeigt, sie bieten uns 77 Millionen, aber Marco Reus ist angeblich zwischen 90 und 130 Millionen wert. Und ich denke, jetzt wird er annehmen, der gute alte Pep. Genau das tut er auch. Marco Reus wechselt vielleicht sogar für knapp 92 Millionen Euro zu Manchester City in die Premier League und macht damit auch einen neuen Schritt in seiner Karriere. Da kommt auch schon ein Leihangebot für Sergio Gomez rein, den wir auf jeden Fall auch auf der Leihliste haben. Und das nehmen wir natürlich direkt an. Er wird wahrscheinlich für ein Jahr zu Everton ausgeliehen. Genauso ist es. Gomez wird ausgeliehen, Reus wird verkauft und Philipp wird auch ausgeliehen. Ja, und dann war's das von den ersten Monaten dieser Karriere. Wir haben schon einige Transfers getätigt in dieser Folge. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und gebt dem Kanal auf jeden Fall ein Abo, Road to 600 Abonnenten, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Morgen geht's dann direkt wieder weiter mit der BVB-Karriere. Wir werden morgen auf jeden Fall in die neue Saison starten und ich würde dann sagen, das war's. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.